Hallo, wir befinden uns hier im 10. Bezirk in Wien. Das hier ist ein altes Bahnareal. Hier waren die ganzen Werkstätten und so weiter für die ganzen Züge, Lokomotiven, auch Ersatzteillager. Früher hat alles einmal, in der K&K-Zeit war alles dampfbetrieben. Da hatte man schon einen großen Aufwand, diese Dinge betriebsbereit zu halten. Mittlerweile braucht man das alles nicht mehr. Es gibt moderne, kleinere Werkstätten. Und so hat die ÖBB dieses Bahnareal, neues Landgut heißt es hier, an die Stadt Wien verkauft. Und es werden hier Wohngebäude, ein Schulcampus gebaut. Ja. Ich bin jetzt hier im kalten November, einen Tag, einen Nachmittag, um zu fotografieren, und zwar mit meiner Fujifilm X-Pro1, eine sehr alte Kamera aus 2012, aber macht super Bilder. Schaut es euch an. Ist nicht immer ungefährlich, das zu fotografieren. Ihr seht da, vor allem wenn man nachts unterwegs ist, vielleicht, da kann man sich ordentlich verletzen. Ich habe nicht nur die Genehmigung, sondern einen Auftrag dazu und passe aber trotzdem höllisch auf, dass mir nichts passiert. Schaut, ist neuer, immer besser, immer leistungsfähiger, immer hochauflösender. Diese Kamera, APS-C-Sensor, nur 16 Megapixel. Der Prozessor langsam, das Puffern total langsam. Also warum? Weil ich nicht den Schritt nach vorwärts machen wollte, sondern zurück. Slowdown. Und Fujifilm produziert ja schon seit längerem diese, wie soll man sagen, Retro-Design, diese Kameras. Und mir taugt das einfach. Diese Oldschool-Sachen, wo man noch alles am Rädchen einstellen muss und nicht alles irgendwie digital durch Einstellräder geht. Das taugt mir. Schritt zurück machen, sich überlegen, wie mache ich das Foto. Auf das kommt es an.